Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Und ja, jetzt brauchen wir erstmal wieder was zu essen. Und dann müssen wir gleich nochmal wieder rüber und nochmal ein bisschen Holz und so weiter schnappen. Vor allem Baumstämme werden auch nicht weniger, was wir brauchen da. Beziehungsweise wir können auch anfangen, ein bisschen mehr Essen zu sammeln, damit wir hier mehr was auf Vorrat haben. So. Habe ich jetzt beide mitgenommen? Hab beide mitgenommen. Und das war jetzt nicht der Plan. Komm, wir nehmen das hier. Könnten aber auch noch mal ein paar Schädellampen machen. So, vor allem hier im Schlafzimmer. So, wo haben wir Schädellampen? So, da Deckenschädellampe. Machen wir hier eins drüber. Machen den aber so rum. Fehlt uns nur Seil. Können wir hier auch noch mal, und wir machen den hier vielleicht sogar noch eins daneben, so genau hier. Wir hatten drei Schädel und jetzt brauchen wir drei Seile. Wie viel Stoff haben wir denn? 45. Die würde ich lieber aufsparen und dann richtige Seile suchen. So, jetzt wollte ich noch mal gucken, was können wir damit machen noch mal mit dem Bambi-Fell, Speertasche und ein Wärmeanzug. So, wie viel haben wir davon? 1, 2, 3, 4, 5. Ein Bambi-Fell fehlt uns. Lass mal eben noch ein Bambi jagen. Dann brauchen wir für Bambi eher den hier. So. Dann holen wir uns die Bambis. Dann können wir auch noch mal ein paar Stickies sammeln. Boah, ich habe auch schon ganz vergessen, wie es da hinten eigentlich aussah, bevor wir da alles abgeholzt hatten. Ob wir das auch noch jemals wiedersehen werden, so wie das dann vorher aussah, aber da schon eine ordentliche Menge abgeholzt. Aber auch frage ich mich, wie es aussehen würde, wenn wir die komplette Insel abholzen würden. Da laufen wieder ein paar Ureinwohner. Sehen tue ich jetzt keinen mehr. Okay, dann suchen wir uns einen Bambi und ein paar Stickies. Den können wir auch schon mal mitnehmen. Ah, geil, es regnet wieder.
Wenn wir hier uns einen ordentlichen Schluck gönnen. Eine können wir auch wieder sammeln. Nice. 5 Steine gesammelt. Jo, mit dem ist es deutlich geiler. Mit dem Speer. Das Gefühl, hier läuft noch irgendwas anderes. Aber ich sehe keine Bambis mehr. Komm, so. So, wir machen eben dann wahrscheinlich eher voll. Wir wechseln auch mal auf die Axt, warte mal. So, so. Toll. So, 5 Stöcke noch. Das ist kein Stock. Haben wir eins? Ah, ist kalt. Noch mal ganz kurz hier aufwärmen. So, ist warm genug erstmal. Und dann jetzt noch mal 4 Stöcke schnappen. Noch 2. Einer. Mal noch einen. Und dann jagen wir Bambi morgen früh oder so. Den können wir nicht wieder anmachen. Doch, wir können den wieder anmachen. Der ist wieder heile. Nice. Oh, wie schnell wir frieren hier. Unglaublich. Haben wir erstmal morgen früh keine Bambis, kein Fleisch zu Hause.
Ah, wieder am Frieren. Na, an dem kommen wir nicht mehr ran. Oder? Ne, an dem kommen wir nicht mehr ran. Wie stark es hier am Gefrieren ist. Brauchen dringend einen Wärmeanzug. Ja, wir gehen am nächsten Morgen definitiv auf die Jagd. Wir brauchen einen Wärmeanzug. Wärmeanzug brauchen wir. Kann ich jetzt nicht mehr sehen. Oder wenn ich den hier mache, kann man da damit sehen. Seil, Knochenrüstung, brennendes Waffe, Steinbeutel. Wärmeanzug, genau. Ein Waschbären, vier wie heißen die Wildschweine? 6 Hirsche, ein Hase, 2 Stoff, 2 Seil. Den müssen wir dringend machen. Das mit der Kälte geht mir schon so dermaßen auf den Senkel hier. Das heißt, wir haben keine andere Wahl jetzt, als langsam hier die Tiere da zu suchen. Ich glaube, die größte Herausforderung wäre tatsächlich dann eher, hier den Waschbären zu finden. Ich glaube, dass ich hier nicht ein einziges Mal einen Waschbären gesehen habe. Und ich habe auch keine Ahnung, wo es die zu finden gibt. Beziehungsweise, wie genau die dann hier auch aussehen oder so. Boah, wieder am Frieren. Die Zünder aufgewärmt. Ah, aber da hinten leuchtet immer noch unser Feuer. Schön. Im Grunde können wir auch direkt hier quasi parken. Ist auch kein Problem mehr mittlerweile. Müssen wir hier dann auch nur noch einen Steg bauen. Den nehmen wir auch schon mal mit. Wir machen hier die Treppe schon mal fertig. Ne, so komme ich nicht dran. Aber dann lasse ich den mal da drinnen liegen. Irgendwo hatten wir hier, ja. So, und gute Nacht. Durst und Hunger haben wir jetzt. Da haben wir den letzten. So. Ups. Dann trinken wir eben hier
Unglaublich, dass das jetzt die ganze Nacht gehalten hat, das Feuer. So, das bisschen noch. Den Baumstamm wollte ich mir auch noch irgendwo hin tun. Das können wir auch später machen. Wir gehen jetzt erstmal auf die Jagd. Fahren noch mal rüber. Und dann suchen wir uns die Wildschweine und Waschbären. Von den Krokodilen gab es ja nur Echsenhaut. Oder Lurchhaut oder was auch immer das war. Also die im Grunde lohnt es sich nicht zu holen. Wir können dafür auch die Lurche hier einsammeln. Aber wenn wir gleich auch noch einen Hasen sehen, den brauchen wir ja auch. Wenn wir den auch schon mal einsammeln. Und dann hätten wir zumindest schon mal wieder ein Stück Fleisch. Sieht aber schon wunderschön da hinten aus. Dann parken wir hier. Rüsten uns schon mal mit dem Bogen aus. Wegen Hasen. Ich glaube, die werden wir hier zuerst finden. Sobald wir einen sehen, schnappen wir uns den. Und wieder seid geil. Da haben wir einen Lurch. Ah, hier geblieben. Wo der wohl jetzt hin ist. Da rappelt was. Nein, haben wir nicht erwischt. Jetzt haben wir ihn. So, da müsste ich irgendwo noch ein Teil von mir sein. Da. Ist noch einer. Warte, wo ist der jetzt? Da. Nein. Den Fall und den brauchen wir noch wieder. Über doch noch irgendwo ein Fall. Und noch ein Hasenfell. Ja. Hallo Krähe. So, Fall. Das war es dann wohl mit dem Fall. Den kriegen wir nicht mehr wieder.
So. Dann können wir einmal vielleicht hier drauf wechseln. Die Totems können wir auf jeden Fall auch noch plündern. Hallo Hasi. Ja, ich kann nicht mehr als drei von euch mitnehmen. Ah, oh, komm schon. Ich will den Stock. Jetzt ist nur die Frage, wo finden wir Waschbären und Wildschweine? Wildschweine hatten wir ja eh dort hinten im Norden eher gesehen gehabt. Ja, Hasi, alles gut. Du wirst diesmal nicht gejagt. Da sind wieder Ureinwohner. Aber keine Mutanten zum Glück. Ich meine jetzt nicht ein Nebendorf da hinten, sondern noch weiter hinten in so ein Dorf. Also wenn wir auf die Map schauen, da ganz weit im Norden. Da kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass wir da mal welche gesehen hatten. So, dann hier. Ah, wieder Tuch. Nice. Schädel. Noch ein Schädel. Komm, ich will den. Haben wir hier noch einen Stoff? Und den hier, ja. Da sind auch noch mal ein paar Koffer. Noch ein paar Hasen. Ah, die hatten wir schon mal geplündert, glaube ich. Ja, hier ist nichts mehr drinne. Hier wäre eigentlich auch so ein geiler Spot. Ja, wir haben die Echse. Was war ein Karnickel? Noch eine Echse? Kein. Wo ist der? Da hinten. Oh. Loppelheinz und Muschi Klaus. Beide zusammen. Kann jetzt nur hoffen, dass die mich nicht gesehen haben. Laufen wir mal hier rum. Da ist noch eine Echse. Aber hinter der sind wir jetzt nicht her. Die sind irgendwo da oben. Loppelheinz und Muschi Klaus. Und wir haben langsam wieder Hunger. Also fürs Erste würde ein Wildschwein schon mal reichen. Weil ich glaube, das gibt genauso viel Fleisch wie, wie hier so ein Dingens. So ein Rentier. Oder Hirsch.
Muss jetzt aber dringend was essen. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier ein kleines, einfaches Feuer. Oh, komm, wir schmeißen die Ecke drauf. Achso, wir haben nur zwei Hasen hier, oder wie? Wollen wir den dritten nicht mitnehmen, oder was? Na egal. Die sind halt so. So, wo müssen wir hin? Bisschen weiter in diese Richtung. Oder wir können mal schauen, wo diese Höhle ist. Die soll ja hier irgendwo sein. Irgendwo hier. Oder? Ja. Ich hab was gehört. Ah, da haben wir die Höhle gefunden. Nein. Falsche Taste. So, da. Bauen wir den dann hier. Und blau. Kommen wir hier später nochmal hin. Und ich würde sagen, wir wechseln mal auf den Speer. Und wenn wir den hier werfen, auf den Wildschwein, sollte der schneller tot sein. Ach komm. Oh, ich laufe genau auf den zu. Noch eine Schildkröte. Oh, beide auf einmal hier oder was? Oder war es nur der eine da? Ne, beide auf einmal hier. Oh, drei sogar. Komm, geh drauf. Das sind deine Kumpels, hä? Sind die auf den Bäumen? Das wäre jetzt nicht so gut. Aua. Den haben wir erledigt. Ich habe noch einen gehört. Mal ein kleines Feuer. Ey, Finger weg, das sind meine Knochen. Dann wechseln wir vielleicht nochmal wieder hier drauf. Für den Fall, dass wir jetzt so ein Wildschwein finden. Seinen Schädel können wir aber nicht mehr mitnehmen gleich. Warum beeil dich? Ist jetzt fertig? Ja.
Hallo? Ich will den Knochen. Oh. Wir sind schon hier am Schneegebiet. Aber ich glaube, noch weiter dahin können wir nicht. Weil wir sonst erfrieren. Ich würde hier jetzt gerne mal langsam ein Wildschwein finden. Ah, hier unten ist keine so gute Idee, jetzt so runter zu gehen. Besser lieber dort. Na, Hasi? Kann auch sein, dass hier gleich Krokodile kommen oder so. Krokodile wären zwar auch irgendwie... Na, weiß ich nicht eigentlich. Krokodile brauchen wir gar nicht. Hier ist keine Höhle. Wo sind wir jetzt genau? Ah, hier sind wir. Na, noch eine Ecke. Ah, du schon wieder. Den lassen wir liegen. Den brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist ein Wildschwein. Wir sind hier schon wieder an einem Dorf. Man die essen? Nein, die kann man nicht essen. Koko. Zwei Stück. Weh, die kommen jetzt hinterher. Aber ach, wir sind hier. Okay. Hier wäre eigentlich auch so ein geiler Spot. Direkt hier so am See könnte man hier auch eine geile Burg hinbauen. Da hinten laufen wieder welche, aber die sind mir jetzt eher egal. Oder nur einer läuft da. Wo gibt's denn jetzt Wildschweine? Achso.
Okay, den können wir nicht. Man die essen? Jo, kann man. Nice. Ja, es wird auch schon langsam dunkel. Und ich will doch einfach nur ein Wildschwein haben. Einen einzigen Wildschwein, das würde mir genügen. Wie gut ist noch mein Essen? Die sind noch frisch. Oh. Kann doch nicht sein, dass der mir wahrscheinlich von ganz da hinten hier gefolgt ist. Ein Wildschwein. Wo ist der? Wo ist der hin? Jo, wir haben ihn erwischt. Nice. Wir haben ihn. So. Windschwein? Windschwein. Okay. Was können wir aus dem alles machen? Steinbeutel. Tuch und drei Seile. Speertasche. Eigentlich bräuchten wir noch mal zwei von dem. Aber. Okay, den haben wir. Nice. Dann wissen wir jetzt, wo es die gibt. Auf der Karte. Da im Norden. Okay. Jetzt heißt es wieder zurück. Und zwar so schnell wie möglich. Hallo. Brauchen wir jetzt nur noch Waschbären. Ja, gehen wir hier rum. Ja, ist eh jetzt wieder Überlänge, aber egal. Wir machen uns jetzt zuerst auf den Weg nach Hause. Jetzt eben Ausdauer tanken. Aber wir wissen jetzt immerhin, wo es die Wildschweine oder wie es hier heißt, Windschweine gibt's. Dann können wir immer wieder dahin zurück. Und hier noch ein paar Windschweine holen. Ich hoffe, ich laufe jetzt keinen Muschiklauser Thrombosen Jonas über den Weg. Ich hoffe, die sind jetzt nicht hier unten rum. Aber wie vorhergesagt, ein Speerwurf und der war tot. So, wir machen Licht eher aus. Dann sind wir wahrscheinlich beim Ducken. Genau. Weniger sichtbar. Und da laufen wieder welche. Die
Gibt's hier Tuch? Nö. Doch. Die Dinger können wir auch noch ein paar mitnehmen. Da ist auch noch was. Irgendwo hier. Oder doch nicht, war eine Schildkröte. Schildkröten brauchen wir jetzt nicht. Haben wir ja genug. So, wie frisch ist noch mein Essen? Frisch, frisch. Oh, die sind alle noch frisch. Nice. So, und wieder zurück. So, dann können wir auch gleich mal, da wir ja jetzt zwei Wildschweinfälle haben, auch den Steinbeutel machen und den anderen heben wir auf für den Wärmeanzug. Das heißt, wir können dann doppelt so viel Dings hier, Steine mitnehmen. Bisher waren es immer 5, dann könnten wir dann jetzt 10, wenn wir den machen. Okay, wir bräuchten zwar noch Seile, aber Seile sind auch nicht so schwer zu finden. Boah, ich habe mich jetzt wegen der Musik erschrocken. So, dann parken wir wieder hier. Einmal, jo, jetzt wird's kalt. Da. Die ist voll. Ja, haben wir keine Steine mehr? Haben wir nicht. Diggis lassen wir noch da, aber Knochen haben wir wieder welche. Der hier ist auch schon fast voll. So. Hier eben zum Trocknen hinhängen. So, 1. 2, 3, 4. 1, 2. Wohl den Hasen können wir hier mal reinschmeißen. Eben noch ganz schnell essen. Und dann legen wir uns hin. So. Würde ich sagen, nächste Folge gehen wir dann in die Höhle, die wir heute gefunden haben, rein. Oder was meint ihr? Nächste Folge gehen wir in die Höhle rein, ne? So, Essen ist fertig. So, ein Seil. Oder warte mal, genau. Ein Seil, ein Windschwein. Da brauchen wir noch einen Steinbeutel. Drei Seile, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und was war noch? Und ein Tuch. So, haben wir jetzt einen Steinbeutel. Kann dazu benutzt werden, um Bären zu sammeln. Ah, den haben wir ja schon gemacht, okay. So, dann brauchen wir. Ne, keine zwei Hasen. Ein Hasenfell, genau. Und 6 Rentiere. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.